Sonderkommando Unternehmen Bernhard. Habt ihr schon das ganze Zeug versenkt? Alles bitte auf drei Kisten. Verdammter Mist. Schau dir die Kisten an. Hoffentlich ist die mit den Dokumenten dabei. Na los, hau ab, Mensch. Na, sind die Dokumente dabei? Nein, Sturmführer, nur die Blüten hier. Und hier was Reelleres, die Kassette mit Gold. Verflucht. Die Dokumente findet kein Mensch mehr, Sturmanführer. Die liegen gut, so 80 Meter tief. Hoffentlich hauen wir lieber ab, bevor es hell wird. Jawohl. Erledige den Wagen. Jawohl. Das Geheimnis des Millionenschatzes gelüftet. Mit modernsten Suchgeräten ausgerüstet, schwimmt ein Floß auf dem Toplitzsee im Salzkammergut. Eine Spezial-Unterwasser-Fernsehkamera sucht jeden Millimeter des Seegrundes ab. In 86 Meter Tiefe, es ist die tiefste Stelle des romantischen Bergsees, findet man tatsächlich Kisten mit englischen Pfundnoten. Mit diesen bis ins kleinste Detail gelungenen und selbst von Experten nicht erkennbaren falschen Pfunden wollte das Hitler-Regime in der letzten Phase des Krieges der Wirtschaft seiner Gegner noch einen vernichtenden Schlag zufügen, die englische Währung unterminieren. Nachdem die Fernsehkamera die Kisten am Grunde ausgemacht hat, wird sie wieder an die Oberfläche gebracht.
Sie wird über einem eigens zur Hebung der Kisten konstruierten Greifer montiert und wieder in 86 Meter Tiefe versenkt. Die Lenkung des Greifers erfolgt durch Seile. Ein Mann am Fernsehschirm, der den Greifer ständig im Bild sieht, übernimmt die Steuerung. Reporter Wolfgang Löde und seine Helfer haben ein Stahlseil um eine Kiste gelegt und langsam wird sie ans seichtere Ufer gezogen. Aber das Holz ist morsch geworden, der Kistenboden bricht durch und die Geldbündel sinken wieder auf den Grund zurück. Allerdings ist das Wasser hier nur 2 bis 5 Meter tief und die Taucher können nun die Bündel mit je 1000 Noten à 5 Pfund an die Oberfläche bringen. Unter scharfer Bewachung durch österreichische Gendarmerie und Detektive aus Scotland Yard wird der Inhalt einer Kiste geborgen. Wie viele Millionen von Falschgeld damals tatsächlich in Umlauf gesetzt werden konnten, ist heute nicht einmal annähernd feststellbar. Und nur das rasche Vordringen der Alliierten im Frühjahr 1945 verhütete die Abwicklung der als Unternehmen Bernhard bezeichneten Aktion. Im letzten Augenblick versenkte hier ein Sonderkommando kistenweise Milliarden der nachgemachten englischen Währung. Grausame Schicksale, blutige Auseinandersetzungen und geheimnisvolle Vorgänge müssen sich in diesen Tagen hier abgespielt haben. Herr Löde, hat vor Ihnen schon jemand Tauchversuche unternommen? Ja. Kurz nach dem Krieg die Amerikaner mit der 2. US Navy Tauchergruppe aus Cherbourg, später die Engländer. Aber beide Versuche wurden ergebnislos abgebrochen, das Zeug liegt zu tief und der schlammige Boden macht den Einsatz von Panzertauchern unmöglich. Also erst die Konstruktion Ihres mit einer Unterwasserfernsehkamera ausgerüsteten Greifers brachte somit den gewünschten Erfolg. Sagen wir lieber Teilerfolg, denn wir haben noch nicht alle Kisten heraus und werden das vielleicht auch gar nicht schaffen. Es ist sehr mühsam. Ja, und bringt ja lediglich nur wertloses Falschgeld zutage. Die finanzielle Seite ist also kaum einträglich. Das ist auch für meine Zeitschrift belanglos. So. Ich interessiere mich vielmehr für eine ganz bestimmte Kiste, in der ich Dokumente und Namenslisten zu finden hoffe. Ja, aber was versprechen Sie sich davon, Herr Löde? Ich weiß, dass es Leute gibt, die sich noch rechtzeitig größere Falschgeldbeträge beiseite schaffen konnten und damit in den Wirren der Nachkriegszeit immense Geschäfte gemacht haben. Und Sie meinen, dass man heute noch solche Schweinereien aufdecken kann? Es wäre denkbar, wenn ich die Akten finde. Oh, das würde ja ein paar ganz hübsche Skandale geben, wenn Sie zum Beispiel draufkommen, dass irgendein heute angesehener Industriekonzern mit den nachgemachten Nazi-Pfunden aufgebaut worden ist. Allerdings. Aber das ist nun einmal mein Beruf. Du rauchst und heute wie ein Schloss. Ich danke Ihnen herzlich. Was ist los mit dir? Bist du nervös? Meinst du, das stimmt, was Sie da erzählt haben? Ach, Quatsch. Schauermärchen sind das wichtig, Tuerei. Warum sitzt du dann den ganzen Abend vor diesem Kasten, wenn du schon mal zu Hause bist? Gehst du noch fort? Ja, noch ein Sprung in die Bank. Die Buchhalter machen noch Überstunden wegen des Transfers. Ach, die kriegen doch sowieso ihre Zulagen. Ist ihnen auch bestimmt viel lieber als der Anblick des Schiffs. Du hast versprochen, du bleibst heute daheim. Sei doch kein Kindskopf, ich bin da gleich wieder da. Ne? Ach, in den 8 Jahren unserer Ehe kann ich mir an den Fingern ausrechnen, wann wir einmal einen gemeinsamen Abend verbracht haben. Ja, dann hätten eben Milady einen Nichtstuer heiraten müssen. Scheiße. Also bis gleich, gell? Meine süße kleine Prinzessin. Sie können den Einzug um 21.05 Uhr nach Salzburg nehmen. Komme ich dann heute noch bis zum Toplitzsee? Bis Bad Aussee haben Sie Anschluss. Von dort aus geht ein Postomnibus. Heute sicher aber nicht mehr. Ja, dann geben Sie mir einmal gewöhnlich bis Bad Aussee. 20 Mark 10, bitte. Schön. Oh, pardon, entschuldigen Sie. Ein Gespräch nach Frankfurt, 83 16 24, bitte. Herr Kaldorfer, Zelle 1.
Ja. Ja, bei Kopetzky. Augenblick mal. Alfred, für dich. Wer ist es denn? Sagt er nicht. Was heißt, dann sagt er nicht? Weil du nicht gefragt hast, nicht mal telefonieren kannst du. Immer dasselbe. Nachher die abgeklärte große Fresse. Ich glaube, es ist der komische Heini aus München. Kopetzky? Ah ja, guten Abend, Doktor. Was denn jetzt noch so spät? Nein, nein, natürlich komme ich. Wo treffen wir uns? Na ja. Hast wohl Angst, was? Alles gut. Ich habe verstanden. Auf Wiedersehen. Du denkst doch nicht im Ernst dran, heute Nacht noch zu fahren. Ja, ich muss. Der Brand braucht dringend was von mir. Ich nur den kleinen Koffer, aber ein bisschen plötzlich. Und was wird aus unserem Bummel? Ah, wir können uns doch oft genug besorgen. Ich möchte wissen, was ich von dir schon habe. Das bisschen Fressen und die paar Fetzen habe ich mir früher auch verdient. Geht da wieder auf den Strich, wenn es bei mir nicht passt. Ja, ja. Bei mir kannst du ordinär sein. Aber wenn der Knölch aus München bloß pfeift, machst du dir in die Hose. Du Trampel. Dass ich aber jeden Monat meine Piepen von ihm kriege, das gefällt dir, was? Versäufst du ja doch bloß. Schlappschwanz. Schwein. Ich verstehe dich nicht, Wanda. Warum musst du mich immer so reizen? Ich mache hier mit ihm, mit dem Brand, meine Geschäfte. Keine Geschäfte, zu denen man eine Kanone mitnimmt. Habe ich dann so bei mir. Nachts auf der Autobahn kann man nie wissen. Hier, komm. Hier hast du noch ein paar Flöhe. Wenn ich zurückkomme, gibt es mehr. Klasse. Ich rufe dich morgen an. Mach keine Dummheiten, ja? Tschüss. Sowjet. Wie? München? Ja. Wie? Fred Lanz? Ja, bitte einen Moment. Umschlungen Millionen. Bitte melden. Ja, Freien Lanz aus München ist am Telefon. Verstanden? Ja, ja, Vater, ich hab verstanden. Gespräch aus München. Ende. Du, Wolfgang, Didi hat angerufen. Na also, dann fahren wir rüber. Mann, du hast vielleicht den Bogen raus. Der erledigt nämlich seine fernmündlichen Liebesergüsse
auf Firmenkosten. Zahlt das wirklich der Stern? Na klar, weil er sich nämlich in weiser Voraussicht die erste Redaktionssekretärin angelacht hat. So, Herr Polizeirat, Sie kommen auf den Ehrensitz. Dankeschön. So, und dann mal los. Ich mach ja schon. Los, stoß ab. Da ist der Kerl schon wieder. So peu à peu fällt mir der biedere Eingeborene auf den Wecker. Er taucht überall auf. Irgendetwas stimmt mit dem nicht. Der große Unbekannte. Die Bestie von Paris. Der Meuchelmörder vom Toplitzsee. Sie können sich leicht lustig machen, Herr Löhde. Aber wir haben die Verantwortung, wenn irgendetwas mit den Geldkisten passiert. Ja, ja. Sie müssen einen Posten vorne am Weg hinstellen, der die Leute aufhält. Die Tafel allein genügt nicht. Dann kommt der große Unbekannte eben von der anderen Seite. Es führt nur ein Weg in dieses Tal. Der andere führt über die Schlucht und dort ist der Steg kaputt. Komm, lass mich vorbei. Du kannst wohl gar nicht erwarten. Danke. Grüß dich, Didi. Wie bitte? Sprichst du als Redaktionssekretärin? Pardon, da muss ich mir erst mal eine Krawatte umbinden. Ja, ja, der hohe Chef kriegt sein Material, kein Grund zur Sorge. Ich glaube, ich habe für die nächste Nummer eine ganz gute Story geschrieben. Oh, sonst nichts Aufregendes. Die üblichen kleinen Scherze. Drohbriefe und wohlgemeinte Warnungen. Wolfgang, ich hatte immer das Gefühl, dass diese Toplitzsee-Geschichte gefährlich ist. Sicher, aber du musst es immer um einen Zahn spannender machen. Lass doch wenigstens die Finger von diesen zusätzlichen Fleißaufgaben. Spricht hier immer noch die Redaktionssekretärin? Das klingt eigentlich mehr nach Fräulein Didi Lanz privat. Herzliche Urlaubsgrüße vom schönen Toplitzsee. Das war Konteradmiral Pfeiffer. Lässt grüßen. Ja, Didi, ich passe auf mich auf. Und außerdem passen auch Harold auf mich auf und zwei Gendarmen passen auf uns beide auf. Sowas an Aufpasserei war noch nie da. Also dann, tschüss, Didi. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Passen Sie da auf, Sie Trottel! Ei. Du fällst aber heute leicht aus der Wäsche, mein Sturmbahnführer. Da steht ja auch einiges auf dem Spiel, nicht? Oder glaubst du, dass ich von so einem hergelaufenen Lausbuben alles kaputt machen lasse, was ich mir jahrelang mühsam aufgebaut habe? Ach, wer will dir denn heute noch beweisen, dass die Pfundnoten nicht echt waren, mit denen du damals in dein Bankgeschäft eingestiegen bist? Kapierst du wirklich nicht? Ich hab doch alles auf den Namen Grohmann aufgebaut. Meine Importgeschäfte nach dem Kriege. Meine Bank, die ich mit Falschgeld abgesichert habe. Meine Ehe. Meine gesellschaftliche Position. Na ja, und? Was hat das mit dem Dr. Brandt zu tun? Nun, lass mal den Löde diese Geheimlisten finden. Lass ihn mal meinen damaligen Decknamen finden. Lass ihn mal draufkommen, dass der Sturmbahnführer Dr. Brandt die rechte Hand von Kaltenbrunner war. Dem Milliarden von falschen Pfunden durch die Hände gegangen sind. Lass mal den Löde ein bisschen clever sein. Dann wird er sehr schnell aufgrund der Listen feststellen, dass nämlich der Herr Dr. Brandt und der Herr Grohmann eine dieselbe Person sind. Und dann haben wir herausgekriegt, dass der Herr Grohmann seine ganze Existenz mit falschen Pfunden aufgebaut hat, dann, mein Lieber. Man könnte ihn ja umlegen. Na, bist du verrückt? Dass es noch mehr Stunden gibt? Ein anderer für ihn die ganze Sache weitermacht? Nee, nee. Vielleicht kriegen die dann die Nase voll? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Wir sind im Jahre 1945. Heute ist die Polizei mehr auf Draht. Oh, die Polizei kann mich mal. Ja. Sag mal, fahren wir jetzt direkt hin zu dem Zeitungshaini? Aber Unsinn, ich bring dich jetzt raus von München irgendwo hin. Man darf uns nicht zusammen sehen jetzt hier. Ja, wie soll ich mir den Burschen dann vorknöpfen? Vielleicht durchs Telefon, was? Ja, stimmt. Wir versuchen es. Das heißt, du versuchst es erstmal mit einer saftigen Bestechung. Prösterchen auf Didi. Säufer. Noch ein Entchen, werter Herbergsvater. Eva. Jetzt weiß ich auch, warum der Entchen blau ist. Hä? Weil man, wenn man ihn trinkt, blau wird. Kolossaler Scherz. Es zieht! Ja, das soll es auch, lieber Knasterschmaucher. Man kann nämlich die Luft hier bereits in Scheiben schneiden und als Nikotinschaumgummi verkaufen. Anscheinend hat die Gendarmerie wirklich einen Posten am Weg aufgestellt. Seit Mittag ist kein Mensch mehr zu sehen. Ja, wir haben den ganzen Nachmittag nichts verkauft. Ich würde an Ihrer Stelle die Gendarmerie auf Geschäftsschädigung verklagen. Ja, Sie haben leicht lachen. Wissen Sie was? Wir reparieren heimlich die Brücke über die Schlucht, dann können Ihre Gäste von der anderen Seite kommen. Ja,
Komm, trink. Wir müssen was für den Umsatz von Vater Filzer tun. Das Glöckchen des Eremiten. Das wird für uns sein. Das ist wahrscheinlich Didi. Will noch ein Gutnachtküsschen per Telefon. Seewirt? Ja, ich bin am Apparat. Jawohl, Löde. Wer spricht dort? Das geht Sie nichts an. Überlegen Sie sich mein Angebot. 10.000 sofort und 10.000, wenn Sie alles abgeblasen haben. Das ist immerhin kein Pappenstiel. Wir sind nicht daran interessiert, dass man gewisse Dinge wieder aufwärmt. Seien Sie vernünftig. Wir haben auch andere Mittel, Ihnen das Handwerk zu legen. Aber das Beste ist, Sie lassen uns gar nicht erst darauf ankommen. Morgen kommen die ersten 10.000. Hallo! Hallo! Nu, wer war's? Der Weihnachtsmann? So ungefähr. Irgendwer hat uns 20.000 Mark angeboten, wenn wir hier Schluss machen. 20.000? Das klingt bestechend. Das kann man wohl sagen. Die Burschen müssen viel Butter am Kopf haben. Für 20.000 Mark? So viel Butter gibt's ja gar nicht. Anscheinend doch. Wenn das nicht doch ein blöder Scherz war, ist das eine interessante Sache. Nur vielleicht war es ein lieber Kollege, der uns auf den Arm nehmen will. Hilfe! Hör mal. Hilfe! Da ruft jemand um Hilfe. Das kommt aus der Schlucht. Vielleicht ist jemand abgestürzt. Komm. Moment, das sei. Hilfe! Hilfe! Hallo, wo sind Sie? Hilfe! Halten Sie aus, wir kommen! Da willst du rüber? Komm schon. Hilfe! Da hängt er. Gib das ein. Hoffentlich hält die Brücke. Hilfe! Hilfe! Verletzt? Zwölf Jahre habe ich gekriegt. Zwölf Jahre. Für nichts. Ich habe es ja nicht getan. Die eigenen Kameraden umlegen. Glauben Sie mir. Ich weiß, Herr Hanusch. Ich bin bei den Vorarbeiten auf Ihren Fall gestoßen. Man hat Sie aufgrund einer anonymen Anzeige beschuldigt, zwei Wehrmachtsangehörige auf dem See getötet zu haben. Ich war es nicht, aber ich habe es gesehen. Es war ein SS-Offizier. Können Sie sich an das Gesicht erinnern? Ach, es war ja stockfinster. Sie glauben mir auch nicht. Doch. Was hätten Sie sonst für einen Grund, hierher zu kommen? Hören Sie, ich habe gelesen, dass Sie hier alles raufholen. Vielleicht finden Sie was, das beweist, dass ich nicht gewesen bin. Das ist möglich. Sie wissen ja nicht, was ich durchgemacht habe. Wie Sie mir vor Gericht immer wieder und immer wieder einreden wollten, ich hätte meine Kameraden. Und nur weil ich mir von diesen scheiß Pfundnoten was genommen habe. Und dann das Urteil. Und meine Frau, ich kann das nicht vergessen, wie sie zusammengefallen ist. Und dann haben sie sie rausgetragen. Und dann, zwei Tage später, haben sie mir gesagt, dass sie sich vor den Zug geworfen hat. Wir haben Kinder erwartet. Mich haben sie Tag und Nacht bewacht, damit ich mir nichts antue.
Wofür, Herr Löhle, wofür? Damit ich jetzt 12 Jahre später als freigelassener Mörder vor dem Nichts stehe? Damit mich jeder anspucken kann? Damit sie mit Fingern auf mich zeigen können? Da geht das Schwein. Das Schwein, das seine Kameraden umgelegt hat, ach. Quälen Sie sich nicht unnütz. Ich werde Ihnen helfen, und wenn ich diesen verdammten See ablassen muss. Ich komme. Versuchen Sie sich an alles zu erinnern. An jede kleinste Kleinigkeit. Irgendwo werden wir einen Anhaltspunkt finden. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Herzlichen Dank, Herr Oberpostrat. Bitte sehr, Frau Bederle. Auf Wiedersehen. Was wichtig ist, ich möchte vor allem diese Sendung deiner werten Aufmerksamkeit empfehlen. Absender Hans Müller. Nicht besonders originell. Na los, mach schon auf. Solche Liebesgaben wollen mit Vorsicht behandelt werden. Manchmal geht nämlich sowas vor lauter Liebe in die Luft, wenn man den Verschluss aufmacht. Sieh da, Timotheus. Der Weihnachtsmann hat Wort gehalten. Mensch, jetzt wird's interessant. Wir müssen rauskriegen, wer so intensiv daran interessiert ist, dass wir nichts mehr aus dem See buddeln. Du sagst es. Und wenn du mir jetzt auch noch sagen willst, wie wir das machen sollen? Indem wir sie aus ihrem Bau locken. Aktion Nummer 1. Du fährst sofort nach München. Das gefällt mir schon ganz gut. Und überweist das Geld als Spende für ein SOS-Kinderdorf. Die Nachricht davon muss noch heute in den Abendzeitungen stehen. Ja, und dann? Dann warten wir auf den nächsten Schlag der Herrschaften. Mit jedem Mal werden sie sich ein bisschen mehr bloßstellen, bis wir sie haben. Wolfgang, die erste Runde kann steigen. Sag mal, hast du eigentlich eine Idee, wovor sich der Herr Weihnachtsmann und Co. so fürchten? Vermutlich vor der Kiste mit den Dokumenten. Und nun verschwinde und grüß Didi. Wird bestellt. Küsschen für Didilein. Untersteh dich. Raus! Kommen Sie, Hanusch. Ich habe so das unbestimmte Gefühl, dass ich hier hinter einer Sache her bin, die mit Ihnen zu tun hat. Ich bin mit dem LKW von Südtirol aufgekommen. Da haben wir die Kisten von so einem Schloss abgeholt und... Schloss Lavas. Das war das letzte Hauptquartier des Unternehmens Bernhard. Das wissen Sie alles? Ich weiß noch viel mehr. Es gibt nur 5 SS-Offiziere, die von der Versenkung der Kisten wissen konnten. 2 davon sind im Ausland. Die haben sich rechtzeitig abgesetzt und waren zum Zeitpunkt der Versenkung nicht mehr hier. 2 sind bereits gestorben. Vielleicht war einer von denen. Ich bin überzeugt, dass der Kerl noch sehr lebendig ist. Herr Hans Müller. Müller? So heißt er bestimmt nicht. Und sicher auch nicht mehr so, wie er damals genannt wurde. Der 5., nicht? Von dem fehlt jede Spur. Kein Mensch weiß etwas von einem Dr. Brandt. Guten Tag, Herr Generaldirektor. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Frau Inge. Guten Tag, Herr Generaldirektor. Guten Tag. Da müssen meine Zahnschmerzen. Dankeschön, schon besser. Oje, Vorsicht, der Alte. Was Neues? Hast du schon gelesen von der Sache vom Toplitzsee? Interessiert mich nicht. Von mir aus können die dort so lange fischen, wie sie wollen. Da, irgendwer hat versucht, die Zeitungsmenschen zu bestechen, damit sie aufhören, weiter rumzustöbern. Mit 10.000 Mark, bitte. Die stoßen sich noch gesund mit dem Affentheater. Nee, die haben das Geld ja gar nicht angenommen. Sie haben es gleich weiter verschenkt an so eine Hilfsaktion, Kinderdorf oder so. Nanu, er geht schon wieder? Also das musst du lesen hier. Ist doch alles bloß Reklame, damit die Leute wieder die nächste Ausgabe von so einer Zeitung kaufen. Ich hab's doch geahnt, er ist schon wieder hinter einer gefährlichen Sache her. Ach, die ist höchstens für die anderen gefährlich. Mir gefällt das nicht. Leute, die mit derartig hohen Summen bestechen, schrecken vor nichts zurück. Das habe ich ihm ja gesagt. Behalten wir doch den Zaster. Pfeiffer. Sie kann man aber auch ganz schön auf den Arm nehmen. Immer falle ich auf Sie rein. Leider nicht. Bedauerlicherweise sind Sie auf meinen Freund Wolfgang reingefallen. Wer ist denn da zu bedauern, er oder ich? Ich?
So, und jetzt muss ich an meinen geliebten Doppelsee zurück. Minus 10 Grad im Schatten. Oh, ja. Na, dafür liegt ihr um 8 Uhr in der Klappe, da kann ich noch rackern. Nachtdienst? Mhm, die ganze Woche. Sie hat die ganze Woche Nachtdienst. Sie wohnt in einer einsamen Gegend, draußen in Pasing. Wenn wir die Kleine in der Hand haben, dann macht er der Löde, was du willst. Aber es darf ihr nichts passieren. Ich bin noch nicht verrückt. Liebevolle Behandlung wird zugesichert. Wohin bringst du sie? Das lass meine Sorge sein. Also je weniger ich davon weiß, umso lieber ist es mir. Mach dir bloß keinen Fleck ins Hemd, du. Wann? Heute Nacht. Laufen Sie doch nicht weg. Ich habe das für Herrn Löde. Was wollen Sie von mir? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich habe auf Sie gewartet. In der Stadt konnte ich es nicht wagen, Sie anzusprechen. Hier, nehmen Sie das und lassen Sie es schleunigst Ihrem Verlobten zukommen. Es sind die Geheimlisten. Warum geben Sie es ihm denn nicht selbst? Nun fragen Sie nicht so viel. Hier, nehmen Sie schon. Was ist denn passiert? Man hat mich überfallen. Der Mann dort im Auto. Wir müssen sofort die Nummer haben. Jetzt macht das Licht aus. Wissen Sie, wer es war? Kommen Sie, beruhigen Sie sich, es ist da schon alles vorbei. Wir müssen sofort zur Polizei. Versuchen Sie, sich doch an jede kleinste Einzelheit zu erinnern. Es kann alles wichtig sein. Ich weiß nicht. Wir haben die verdammten Kisten runtergeholt und aufgeladen. Aus! Waren irgendwelche Zivilisten dabei? Nee. Doch, so ein junges Frauenzimmer. Italienerin? Ja, ich glaube schon. Und? Die hat sich mächtig aufgeregt. Warum? Weil wir was kaputt gemacht haben. Beim Runtertragen. Ich weiß nicht mehr. Geben Sie es nicht auf. Denken Sie weiter nach. Irgendwann wird Ihnen eine winzige Kleinigkeit einfallen. Etwas scheinbar ganz Bedeutungsloses. Und darüber wird unser gemeinsamer Freund stolpern. Der ist viel zu raffiniert. Gerade die Raffinierten stolpern über Kleinigkeiten. Da ist er. Danke. Wiedersehen. Wolfgang. Didi, was ist denn los? Wo kommst du denn her? Direkt aus München. Du, ich hab ganz einfach zu dir müssen. Stell dir vor, man hat mich gestern Abend überfallen. Ein Kerl mit einem dunklen Wagen. Auf dem Nachhauseweg, kurz vor der Haustür. Das ist doch nicht möglich. Was heißt überfallen? Er hat behauptet, eine Nachricht für dich zu haben und wollte mich dann in den Wagen zerren und mitschleppen. Das ist ja nicht zu fassen. Komm, leg erst mal ab und beruhige dich. Harold, bitte melden, bitte melden. Das hätten die Strolche nicht tun dürfen. Harold, komm doch mal sofort rüber. Frag nicht, sondern komm. Ich weiß eine Neuigkeit, dass es dich aus der Wäsche reißt. Ja, ich komme. Ende.
wagt er sich aus dem Bau heraus. Dich freut das also? Natürlich freut es mich nicht, dass sie hinter dir her sind. Aber dieser Überfall zeigt, dass ich einen ganz dicken Fisch an der Angel habe. Und ich bin der Köder. Die begreift doch, was das für mich bedeutet. Ja, ich merk's jetzt. Dir bedeutet das alles viel mehr als ich. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge, du und mein Beruf. Aber eines Tages wirst du diese verschiedenen Dinge miteinander verbinden müssen. Und dann werde ich den Kürzeren ziehen. Hör mal, Didi. Du bist doch auch vom Bau. So viel verstehst du doch davon, dass das eine ganz große Sache ist. Große Sache hin, große Sache her. Bitte gib das jetzt auf. Aufgeben? Jetzt, wo es erst interessant wird? Willst du aus lauter Abenteuerlust deinen Kopf hinhalten? Es ist nicht Abenteuerlust, sondern... Sondern Berufsehre. Ach, wie ich das bereits hasse. Das hat auch nichts mit dem Beruf zu tun. Schau mal, da sitzt irgendwo so ein fetter, gemeiner Hund, der eine ganze Waggonladung Schweinereien auf dem Kerbholz hat und aalt sich wie die Made im Speck. Was geht das dich an? Lass ihn doch. Das ist eben unser Fehler. Wir wissen ganz genau, wo etwas faul ist. Aber wir sagen, was geht das mich an? Lass ihn doch! Willst du die Welt verbessern? Nein. Aber ein kleines bisschen weniger schlecht machen, als sie ist. Gerechtigkeitsfanatiker. Ich bin vielleicht verrückt. Aber ich sehe rot, wenn ich daran denke, dass so einer tun kann, was er will. Wenn ich im Laden um die Ecke einen Apfel stehle, sperren sie mich ein. Aber diese Herren fahren im Cadillac. Und haben womöglich noch ein Bundesverdienstkreuz am Frack. Wozu haben wir denn die Polizei und die Gerichte? Musst ausgerechnet du dein Leben kaputt machen. Und meins. Didi. Ich will keinen Mann haben, um den ich täglich zittern muss. Bei dem ich nicht weiß, ob er mich statt vom Büro plötzlich aus Chicago anruft. Nur weil er einen Gangster fangen muss, den die anderen nicht kriegen. So schlimm ist das auch wieder nicht. Es ist so schlimm. Entweder du gibst das hier auf, oder du musst mich aufgeben. Hallöde, mir ist was eingefallen. Später. Bitte verlier doch jetzt nicht den Kopf. Da war was in dem Büro, wo wir die Kisten geholt haben. Gleich. Didi, wir besprechen das in aller Ruhe. Du bist jetzt nervös wegen gestern Abend. Da war sowas wie ein geheimes Fach. Ein Geheimfach? Ja. Von so einer Platte voll Holz an der Wand. In der Täfelung? Ja. Und diese Türe war offen? Ja, wie ich reingekommen bin. Und dann hat dieses Weibsbild sie zugeschmissen und es war nichts mehr davon zu sehen. Ach. Und der SS-Bonze, der in dem Zimmer war, der hat mich angebrüllt, weil ich vorher nicht angeklopft habe. Zeichnen Sie mir einen Plan auf. Den Weg zu diesem Zimmer und wo das Geheimfach war. Ja, das weiß ich natürlich nicht mehr ganz genau. Hanusch, Sie müssen sich erinnern. Das ist der erste wirkliche Hinweis. Du fährst also dorthin, nicht wahr? Ich muss. Das kann der Anfang einer Spur sein. Es ist dir also doch wichtiger als ich. Bitte verschieben wir diese Aussprache, bis ich zurück bin. Morgen. Du lässt dir alles liegen und stehen? Ich bin spätestens morgen Mittag wieder zurück. Warte bis morgen Mittag. Aber keine Stunde länger. Also was gibt's? Harold, ich habe eine Spur. Tank den Wagen auf, ich hau sofort ab nach Schloss Lavas. Nanu, so heimlich still und leise? Im Gegenteil, gib eine Agenturmeldung durch. Reporter Löde verfolgt neue Spur in Italien. Verstehe. Wir wollen noch mal sehen, was der Kerl jetzt unternimmt. Bist du verrückt hierher zu kommen? Ich hab's dir verboten. Ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier. Seit Stunden versuche ich dich zu erreichen. Die Sache ist schiefgegangen. Was? Was? Deine Schnapsidee. Das Luder ist mir ausgekommen im letzten Augenblick. Ach du, auch das noch. Hat sie dein Gesicht gesehen? Ja. Aber deswegen lasse ich mir meine Visage nicht umbauen. Wie ein gewisser Dr. Brandt. Schwein! Oh Mann, jetzt habe ich langsam Sack mit dir. Du, ich bin nicht dein Schuhputzer. Ich bin dein Partner. Und ich lasse mich nicht deinetwegen ins Zuchthaus bringen. Verstehst du was? Was meinst du? So weit kommt's noch. Das muss deswegen die Haare kriegen, nicht? Eben. Was hast du vor? Die Kleine muss weg. Endgültig. Wie? Wie? Mit deinen berühmten Klassehandschuhen geht das noch nicht mehr. Diesmal muss es richtig knallen. Ich hasse Schießereien. Oh ja, ich weiß, du bist ja so zart beseitet, du. Nicht mit der Kanone, Grohmann, hier. Ein kleines Liebesgabenpaket. Was? Eine Bombe? Bist du verrückt? Mach dir bloß nicht in die Hosen. Das ist früher so oft gut gegangen, das wird auch diesmal klappen.
Toblitzsee? Wieso? Weil unsere Freundin gestern Abend noch dahin gefahren ist, zu ihrem Bubi. Dieser Löde ist ein ausgepuffter Junge, du. Na, unterschätze nicht, ja? Er wird bei diesem kleinen Privatfeuerwerk gar nicht anwesend sein. Wieso? Ja. Manchmal ist ganz gut, so ein kleines fingiertes Telefongespräch als Sternredakteur zu führen. Sehr aufschlussreich. Herr Löde ist nach Italien gefahren. Nach Italien? Ja. Ob der nach Schloss Lavus gefahren ist? Wenn schon. Qui non c'è un albergo. Meglio che se ne vada. Verzeihen Sie, aber ich kann nicht weiter. Mein Fuß. Oh, Fuß kaputt? Ja. Nur geprellt. Ma lei è tedesco. Deutsche. Ja, ich bin im Urlaub. Ferien, verstehen Sie? Sì, sì, ho capito. Vacanze, Ferie. Und ausgerechnet jetzt dieses verdammte Pech. Oh. Ma io voglio chiamare il dottore. Ci abbiamo un telefono. Was? Wie bitte? Ich verstehe Sie doch nicht. Doktor, dottore, ich will telefonieren, dottore. Nein, nein, vielen Dank, grazie, ist nicht notwendig. Wenn ich nur eine Nacht hier schlafen kann. Schlafen, schlafen. Sì, sì, ho capito, dormire, schlafen. Na, also. Questa è la camera del figlio del signor del castello. E Zimmer von die Sohn von die Herren von die Schloss. È andato in America a studiare, ha capito? Aha, ja, ja, versteh schon. Bitte. Ma, signore. Nehmen Sie nur. Danke. Sie sprechen gut Deutsch? Von früher. Ich bin schon sehr viel lange auf Castel Laverno. Aha, seit dem Krieg. Nur noch in den Krieg. Und da waren Deutsche hier? Sehr viel Deutsche. Hm. Sehr schön hier gewesen. Nicht alles kaputt, come adesso. Und da war das wohl so eine Art KDF-Erholungsheim, ja? Oh, no. Militare. Sehr hohe General von die Schwarzes Militär. Papà, guarda quella macchina! Ma che cosa cerca questa gente? Non lo capisco proprio. Anna! Anna! Che cosa cercano queste persone? Non c'è niente da vedere qui! Mamma mia, che va a succedere adesso? Bitte, nicht sprechen von meinem Mann. Wie? Nicht sprechen von früher. Mein Mann Partisan. Oh, quella non capisce più niente. Hört nicht gern von die Schwarzes Militär. Lo prego. Achso. Che cosa succede qui dentro? Il signore si è rotto una gamba e non può più proseguire. Ha pregato si può stare qui solamente una notte. Scusa un po', non è mica un albergo così, non ho posto per darci. Ma ci ha pagato, vedi? Poi tu lo sai, non posso sopportare i tedeschi. Signore, wenn Sie brauchen etwas... Nein, nein, danke. Sicher, ich nicht soll telefonieren, dottore? Bitte machen Sie sich keine Mühe. Bene.
und kein Laut. Beruhigen Sie sich. Es passiert Ihnen ja nichts. Kein lautes Wort. Wie damit denn? Mein Geld gehört nicht Ihnen. Natürlich nicht. Ladrotin, ich hole Polizier. Ich hole Ihren Mann. Eben. Und das ist der Vater von Ihrem Sohn, nicht? Ma signore, io avuto solamente 15 anni. Ich war ein Alt 15 Jahre. Tonio nicht wissen. Glauben Giuseppe sein Sohn. Und Madonna Santa, aiuto mich. Und dieses Geld hat er Ihnen geschenkt, bevor er verschwunden ist. Aber ich habe nicht genommen. Gehört für Giuseppe, wenn groß ist. Ich nehme sie mir ja nicht weg. Und ich werde auch bestimmt Ihrem Mann nichts verraten. Signore. Signore, Sie kommen. Mhm. Leben. Sicher. Sagen Sie ihm... Muss ich ihn gar nicht kennen. So? Und wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, dass er sehr oft in Jugoslawien war, in Agram? Und dass er sich nur hin und wieder hier gezeigt hat, dieser Doktor... Dottore. Brandt. Sie. Mal sehen Sie, deswegen bin ich doch hier. Wir beide wollen nämlich genau dasselbe. Wir wollen beide wissen, wo er ist und wie es ihm geht. Und das werde ich jetzt herausfinden, wenn Sie mir gestatten, dieses Foto zu behalten. Ma io non capisco più niente. Ich verstehe es auch noch nicht ganz. Doktor Brankovic, Ulica Sadkowska 23, Agram. Na gut, er ist noch nicht zurück, aber in unserem Beruf kann man eben nicht alles vorausberechnen. Mir brauchen Sie das nicht zu sagen. Ich mache das schon lange mit. Viel zu lange. Und weil ich nicht mein ganzes Leben auf meinen Mann warten will, drum gehe ich. Aber Didi, Sie sind doch sonst immer so ein vernünftiges Mädchen. Begreifen Sie denn nicht, dass Wolfgang diese Sache hier zu Ende führen muss? Und wenn diese Sache vorbei ist, kommt eine neue dran. Und dann wieder eine andere. Und so werde ich immer wieder den Kürzeren ziehen. Weil er vor lauter Ehrgeiz in der Welt herumrasen muss und nur nach Hause kommen wird, um ein Hemd zu wechseln oder ein Weihnachtsgeschenk abzugeben. Jetzt übertreiben Sie aber. Wirklich. Es ist doch sein Beruf. Sein Beruf. Immer nur sein Beruf. Na ja. Man muss eben auch mal für das Recht eintreten, wenn es uns selbst gerade nicht an den Kragen geht. Hören Sie mir bloß damit auf. Ich will keinen Weltverbesserer heiraten und schon gar nicht eine Zeitungsredaktion. Ich bin eine Frau. Für mich gibt es Grenzen. Sagen Sie Wolfgang einen schönen Gruß und ich bin wieder zurückgefahren. Also, hochverehrte Lady, zunächst schlagen Sie sich Ihre Abreise mal aus Ihrem werten Köpfchen. Ich habe Wolfgang versprochen, auf Sie aufzupassen, bis er wieder da ist. Und dabei wollen Sie mir doch keine Schwierigkeiten machen. Bestimmt nicht und darum gehe ich. Oh, Quatsch. Der arme Wolf hat bestimmt irgendwo eine Reifenpanne und Sie machen hier ein Seelendrama daraus. Telefon, entschuldigen Sie. Hallo, hier Seewert. Nein, Herr Löth ist nicht mehr da. Hier ist Pfeiffer. Ja, ich notiere. Hallo, Didi, Moment! Ja, ich notiere.
Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, dass ich zu spät komme. Wer war es? Derselbe, der mich schon in München überfallen hat. In München? Wer sind Sie überhaupt? Kriminalinspektor Wolf. Kriminal? Sie sind von der Polizei? Bin ich froh. Und da wäre noch ein Paket. Habt ihr den vollen Didi Lanz? Didi Lanz, freilich, ja. Bitte schön, dann unterschreiben. Danke, Holdere. Ja. Absender der Stern. Eine merkwürdige Sache. Untersuchen. Entschuldigen Sie vielmals, aber ich brauche eine Auskunft von Ihnen, wenn Sie so liebenswürdig wären. Ich ordiniere nicht mehr, gebe keine Auskunft, bedauere. Ich komme von einem guten Bekannten von Ihnen. Ich habe keine guten Bekannten. Von Dr. Brandt. Kommen Sie. Was will er von mir? Hat er Ihnen denn nicht geschrieben? Nie mehr, Gott sei Dank. Nur gehabt Unannehmlichkeiten. Ja, ja. Nach dem Krieg, nicht wahr? Ich? Deutschen Freund. Angezeigt, Gefängnis, nachher boykottiert. Niemand traut sich zu kommen zu Dr. Brankovic. Ich verstehe. Bitte. Ich trinke nicht, vielen Dank. Woher soll ich wissen, dass Sie kommen von ihm? Er, das ist er. Heißt, war er. Vorher. Natürlich vorher. Ja, Sie bringen Geld, was noch schuldig ist. Verstehe. Er hat doch alles bezahlt. Nur die Hälfte. Vor der Operation. Nachher nichts mehr, gar nichts mehr. Die Operation war ihm doch nicht so gut gelungen. Nicht gelungen? Kein Mensch kann erkennen dieses Gesicht. Niemand. Und er sagt nicht gelungen? Solche kosmetischen Operationen... Nicht Spezialist! Niemand kann erkennen! Operation großartig gelungen! Bitte beruhigen Sie sich doch, Herr Doktor. Ich danke Ihnen. Sondern verflucht ein Peitsche! Mir sagen nicht gut! Hallo? Ist dort Schloss Lavers? Ja, bitte. Kann ich Herrn Löde sprechen? Ja, deutscher Tourist. Ach, schon weg. Wissen Sie, wohin er nach Agram. Ja, ja, Jugoslawia, ich weiß. Nein, das ist nicht nötig. Nein, danke schön. Hallo. Fräulein, bitte können Sie mir eine Verbindung mit Cezana geben? Cezana, das ist die österreichisch-jugoslawische Grenzstation. Ja, ja, ich warte es. Lukovník, da. Ako dođe auto za tim projem, zovi mě. Da, gospodine poručnice. Gospodin poručník, možná, že to on. Evo dolazí auto. Berlínský projem.
Weiß was, weiß bitte. Oder bitte. Bitte. So viel zahlen? Nichts. Das war Liter. Hören Sie, Herr Leutnant, das kann ich Ihnen erklären. Sicher. Aber Sie zurückfahren. Polizeidirektion setzt an. Ich lasse Ihnen die Tasche da. Gegen Vorschrift. Ich muss bitten, zurückfahren. Der Sergeant wird Sie begleiten. Hören Sie. Sie sind ein Agent. Jo, Herr Leutnant. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Bitte sehr. Danke. Hey, der Deckel! Nix du, ich machen! Was hat ihr? Ostani! Stoi! Ostani! War die Kopfform des Mannes breiter? Vielleicht so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es derselbe Mann war, der mich in München überfallen. Na, ich will Sie nicht länger quälen. Wir müssen ohne dies fahren. Sie bringen mich doch bis Salzburg. Aber ja, natürlich. Sie müssen sich nur morgen früh unbedingt gleich auf dem Münchner Polizeipräsidium melden. Sie übergeben einfach Ihre Aussage, die ich aufgenommen habe. Und Sie kommen nicht mit? Der Fall gehört nach Bayern, weil der erste Anschlag dort stattgefunden hat. Aber ich werde darum ansuchen, dass wir uns einschalten können. Es ist ganz dumm, aber bei Ihnen fühle ich mich sicher. Didi, was soll ich denn nun dem Wolfgang bestellen? Ich ließe ihn schön grüßen. Und? Und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Didi, überlegen Sie sich das doch nochmal. Wir beide leben in verschiedenen Welten. Da gibt es kein Zusammenkommen. Gute Nacht. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Wiedersehen. Hören Sie. Hanusch, machen Sie doch wenigstens ein bisschen Musik. Du lieber Gott. Jetzt auch noch Opa. Würdest du mich für ein Weilchen entschuldigen? Ich muss was trinken. Ist dir nicht gut? Durst. Seit einer halben Stunde warte ich hier auf dich. Du weißt genau, dass sie mich jeden Augenblick schnappen können. Also gib dein Zaster her. Ich kann dir das Geld erst in ein paar Tagen geben. Sei doch vernünftig, Alfred. Fahr jetzt wie besprochen nach Genua. Ich schicke es dir an deine Deckadresse. Du glaubst doch nicht, dass ich mich auf sowas einlasse. Das Mädchen hat mich erkannt, Grohmann. In ein paar Stunden hat jeder Polizist meine genaue Beschreibung.
Darum sollst du ja nach Italien fahren, Mensch. Und dort warte ich, bis ich Hops genommen werde, was? Gib dir 100.000 Piepen her. Oder es passiert was. Wenn du mich verpfeifst, bist du genauso mit drin. Überleg dir das. Du Schwein, du. Hallo, ist hier jemand? Schon, du hättest mich vergessen. Ich habe unseren Wagen wegfahren müssen, falsch geparkt. Ich kann dich doch nicht vergessen. Schrecklich, hast du gelesen? Schon wieder ein Mord. So? Am Frachtbahnhof. Scheußlich. Sollte man doch annehmen, den Leuten geht's gut, Wirtschaftswunder und so. Jeden Tag ein neuer Mord. Ja, das ist irgendwie das so eine Halbsteigenangelegenheit wahrscheinlich. Tag, Lede. Guten Tag. Ah, guten Tag, Lede. Also wenn ich gewusst hätte, dass Sie von der Kriminalpolizei sind, dann hätten Sie sich gewiss verbeten, beobachtet zu werden. Ich danke Ihnen jedenfalls. Nichts zu danken. Jedenfalls haben wir bewiesen, dass wir nicht geschlafen haben, wie manche Herren von der Presse so gern behaupten. Inspektor. Ich schreibe einen Bombenartikel über Sie, wenn Sie mir jetzt helfen. Ich muss noch eine Kiste raufholen, die mit den Akten. Es geht nicht. Nach den letzten Ereignissen hat die Regierung natürlich die Bergungsgenehmigung zurückziehen müssen. Ich bin diesem Dr. Brandt auf der Spur. Ich wittere ihn, ich spür's. Noch einen Schritt und wir haben ihn. Herrgott, ich würde Ihnen so gern helfen. Aber Sie überschreitet meine Befugnisse. Ich muss einen Weg finden. Tja, Sie haben es leichter. Sie sind an keine Vorschriften gebunden wie unsere. Ihr Gasthof Seewirt? Wer? Ja, der ist hier. Augenblick bitte. Herr Inspektor, für Sie. Aha. Inspektor Wolf, ich verstehe Sie sehr schwer. Wiederholen bitte. Nein. Also das ist doch... Jawohl. Dankeschön. Jawohl. Der Mann, der hinter Frau Lanz her war, ist gestern am Münchner Frachtbahnhof erschossen worden. Sie hat sein Bild in der Zeitung erkannt. Ich fahre nach München. Danke, Frau Alberti. Herr Löde, ich habe nichts dagegen, wenn Sie nun einige Fragen an Frau Loritz richten. Ich sage nichts mehr. Sie wollen doch auch, dass der Kerl erwischt wird, der ihn umgelegt hat. Sehen Sie? Beruhigen Sie sich erstmal. Und dann sagen Sie mir, ob Herr Kopetzky... Er war vielleicht kein feiner Mann, aber für mich war er gut genug. Sie werden das nicht verstehen. Ich verstehe Sie sehr gut. Und gerade darum müssen Sie uns helfen. Hat Herr Kopetzky Ihnen gesagt, wohin er fährt, wenn er verreist ist? Nicht immer. Und wenn er nach München fuhr?
dann ist er meistens zu einem... Ein Doktor? Ja, Doktor. Dr. Brandt. Und Sie wissen nicht, wo dieser Dr. Brandt wohnt? Die Straße. In München oder bei München? Wir haben bereits versucht, ihn zu finden. Es gibt ja keinen Dr. Brandt. Es gibt ihn. Er heißt nun nicht mehr so. Und er sieht auch nicht mehr so aus, wie er als Dr. Brandt ausgesehen hat. Sie meinen also, es hat keinen Sinn, die Grenzstationen und Flugplätze zu avisieren? Nein, denn dieser Mann hat gar nicht die Absicht zu verschwinden. Er denkt gar nicht daran, seine großartige Position aufzugeben. Folgern Sie nicht ein bisschen zu journalistisch, Herr Löde. Dieser Mann ist reich. Ja, er hat Alfred immer Geld gegeben. Sehen Sie? Weil der etwas wusste. Weil der wusste, dass er Dr. Brandt war. Vermutung. Und jetzt hat er sich dieses Mitwissers entledigt. Dieser Mann flitzt nicht. Jetzt fühlt er sich erst sicher. Bedenken Sie, dass nahezu alle Morde früher oder später aufgeklärt werden. Ja, weil die meisten Mörder Dilettanten sind. Aber unser Mann hat das damals aus dem FF gelernt. Der fürchtet nichts auf der Welt. Außer einem Ding. Was ist das? Eine Kiste, die am Grund des Toplitzsees liegt. Eine Kiste mit Papieren, die verraten, wer Herr Dr. Brandt in Wirklichkeit ist. Vermutungen, Kombinationen. Warten Sie es ab. Ich sage Ihnen, mit dieser Kiste als Köder fange ich den faulen Fisch. Wolfgang, ich muss mit dir reden. Entschuldige, ich bin sehr in Eile. Es ist ja nichts Privates. Schau, Wolfgang, mir ist alles durch den Kopf gegangen. Ich habe eingesehen, dass es dumm von mir war, dass ich fortgelaufen bin. Aber Didi, seit wann fängst du an, Reden zu halten? Ich will dir helfen. Ich weiß nicht wie, aber ich möchte bei dir sein und du sollst wissen, dass ich dich verstehe. Das ist lieb von dir. Du bist ein Schatz. Nur das, was jetzt kommt, ist eigentlich Männersache. Ich werde dir nicht im Weg sein. Ich möchte nur in deiner Nähe bleiben. Was hast du denn vor? Bösartige Raubtiere fängt man in Fallen. Und die stellen ihm jetzt einen, in die er hineingehen muss. Hier, Wolf. Nichts Auffälliges. Ende der Durchsage. Danke, Meldung verstanden. Wolfgang, bitte melden. Wolfgang, bitte melden. Hier, Harold. Nein, nichts Verdächtiges. Na, hoffentlich behältst du recht. Wie ist denn bei euch? Im Augenblick ist es ganz still. Wir haben jedem, der vorbeigekommen ist, die Geschichte von der Kiste erzählt, aber es war kaum jemand dabei, der in Frage kommt. Passt weiter gut auf. Arno sitzt vorm Haus. Tag, sagen Sie mal, ist ja nichts mehr los hier mit der Taucherei. Ich meine, der Rummel mit dem Schatz. Wir möchten gerne zuschauen. Nee, das vorbei. Seit gestern. Die Zeitungsleute sind weg. Die Bergungsgenehmigung ist zu Ende gewesen. Ach, das ist aber sauer. Ich hätte ganz gerne ein paar Funde mitgenommen nach Düsseldorf. Ist denn gar nicht mehr los? Nee, das hat doch heute schon allen Zeitungen gestanden. Die Banknoten, die haben sie abtransportiert. Eine Kiste haben sie noch am Floß stehen. Die dürfen sie nicht aufmachen ohne Genehmigung. Davon habe ich auch nichts. Ich wollte zugucken, eventuell ein paar falsche Lappen einhamstern. Na ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Recht haben Sie gehabt, dass Sie drin geblieben sind. Ist nicht mal los hier. Ja? Stimmt's aber doch, was die Zeitung geschrieben hat? Ja, die haben keine Bergungsgenehmigung. Eine Kiste haben sie noch am Fluss stehen. Aber die können sie nicht aufmachen, wenn sie keine Genehmigung haben. Ach so. Naja, es ist auch nicht so interessant, ne? Eben war ein Omnibus da. Wieder nichts, nur ein paar neugierige Touristen. Da war er bestimmt nicht dabei. Verstanden. Wir bleiben weiter auf Posten. Vorbei. Ich glaube, wir warten umsonst. Wer ist da? Ruhig.
Ich bin's. Habt ihr es gehört? Was? Die Ruderschläge. Ich glaube, er hat angebissen. Wenn er noch kommt. Und was tun wir? Warten. Er muss hier zurückkommen. Wo ist Edi? Drüben im Haus. Da, hör mal. Vielleicht ist es ein Tier. Unser Tier. Guten Abend, Herr Dr. Brandt. Du Schatz! Das lässt du mir bitte. Hallo, Schwein, lassen Sie ihn! Du verflucht! Sie sind ein Idiot! Warum rennen Sie mir denn dazwischen? Stehen bleiben! Das ist was passiert. Da bleiben Sie, dürfen das Haus nicht verlassen. Lassen Sie mich los. Ich habe versprochen, auf Sie aufzupassen. Hier lang. Keinen Sinn! Na, so warten Sie doch ein bisschen. Wir haben doch alles mit Herrn Löde vereinbart. So lassen Sie mich doch wenigstens vor die Tür. Das ist gefährlich. Komm her! Gehen Sie langsam vor. Hilfe! Los! Bleiben Sie hier, sonst kracht's. Didi! Bleiben Sie stehen! Löde! Ihre Braut ist bei mir! Wenn Sie mich durchlassen, geschieht ihr nichts! Lassen Sie das Mädchen. Didi, ist dir was passiert? Sagen Sie doch, was los ist. Er hat eine Pistole und das Gewehr. Lassen Sie uns vorbei. Wenn uns wer in die Nähe kommt, dann schieße ich erst auf das Mädchen. Verstanden? Dieses Schwein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Sie deutlich sehen. Die Frau kommt mit mir. Ich werde Sie absetzen, sobald ich in Sicherheit bin. Und versuchen Sie nicht, uns zu folgen. Dieses gemeine Schwein. Lassen Sie ihn. Wir können es nicht riskieren. Er hat nichts mehr zu verlieren. Er bringt Sie glatt um. Gehen Sie! So gehen Sie schon! Los! Bleib ruhig, Didi! Und tu, was er sagt! Hab keine Angst! Geht schon! Sie warten, bis ich drüben bin. Zwei trägt die Brücke nicht. Dann kommen Sie nach!
gekommen. Ist ja schon vorbei.